Geschichte vom Häschen erzählen oder willst du jetzt lieber schlafen? Ich will schlafen, Daddy. Dann schlaf mal schön. Es ist sowieso schon spät. Und was unser Häschen noch so macht, erzähle ich dir morgen. Die Mami ist auch schon im Bett. Und gleich trefft ihr euch im Land der Träume. Okay? Gute Nacht. Schlaf gut. Und träum schön. Ja? Du Süße. Gute Nacht, Samantha. Schlaf gut. Wer schleicht denn da durch den Garten? Überall gesucht. Ich habe auf dich gewartet. Wieso bist du weggelaufen? Ich wollte endlich mit dir alleine sein. Hier in unserem Versteck. Und nur wir beide. Aurora? Aurora. Wo bist du? Wie geht es hier weiter? Sie legen sich hin und schlafen. Warte mal kurz. Wer ist da? Wir sind. Oh, kommt rein. Wo ist Jody? Sie bringt Leas kleinen Bruder ins Bett. Die Kinder werden heute hier schlafen. Lea, kennst du Cruz und Reese schon? Na klar, wie geht's dir, Kleine? Hallo, Lea. Callie, was ist passiert? Ich weiß auch nicht genau. Plötzlich stand Jody mit den weinenden Kindern vor der Tür und da ist... Ist sie verletzt? Hallo, Reese. Hallo, Liebling. Oh. Oh Gott, ich schwöre dir, ich bring den Kerl. Reese, bitte. Weißt du was, Lea? Komm mit. Ich erzähl dir die Geschichte zu Ende und dann suchen wir hier einen schönen Platz, wo du schlafen kannst, okay? Na komm schon. Ich verspreche dir, ich mache ihn fertig. Reese. Alles klar, Jody? Ja, es geht mir gut. Ja, das kann man sehen. Schatz, jetzt beruhige dich bitte. Es ist mir doch nichts passiert. Du weißt ja, dass die Kinder bei dir sind. Ja, ich meine, ich hätte sie ja unmöglich bei ihm lassen können. Ja, das ist mir schon klar. Aber er ist nicht der Typ, der das ohne weiteres akzeptiert. Vielleicht ist er dir auch hinterhergefahren. Ach nein, das ist er nicht. Das hätte ich auf jeden Fall gemerkt. Ich meine, wenn er die Kinder will, dann würde... Das Wochenendhaus. BJ und Sawyer sind dort. Mom? Dad? Ist Ihnen was passiert? Oh Gott, Sie bluten ja. Das muss behandelt werden. So können Sie nicht laufen. Nein, bitte. Es geht schon wieder. Es tut mir leid, ich wollte Sie nicht erschrecken. Ich muss gehen. Moment. Ich bitte Sie. Das sollten Sie nicht unterschätzen. Das könnte zu einer Infektion führen. Ich schlage Ihnen was vor. Verzeihen Sie mir. Ich mache Ihnen Angst. Wie heißen Sie, Miss?
Ich glaube, wir haben uns beide erschreckt, hier um diese Uhrzeit jemanden zu treffen. Dr. Disgrazia. Was machen Sie hier? Oh, ich habe der Lady geholfen. Sie ist gestürzt und hat sich verletzt. Und wer sind Sie? Das versuche ich auch gerade herauszufinden. Mein Name ist Aurora. Ich wohne in der Nähe. Sie wissen, dass das ein Privatgrundstück ist. Ja, ich weiß. Es tut mir leid. Ich bin so spät dran und da dachte ich mir, ich nehme eine Abkürzung. Es war dumm von mir. Das ist nicht so schlimm, aber was ist mit Ihrem Fuß? Ja, wir sollten uns unbedingt darum kümmern. Weshalb die junge Lady hier ist, wissen wir jetzt. Aber vielleicht können Sie mir verraten, was Sie um diese Uhrzeit hier suchen. Aurora. Aurora, bitte. Hör auf damit, Sawyer! Lisa? Du hast es erfasst. Wird auch Zeit. Das ist mein Zimmer. Schon wieder ein Volltreffer. Was ist passiert? Das weißt du nicht mehr? Oh, mein Kopf. Wo ist Rich? Er ist ungefähr vor einer halben Stunde gegangen. Ich fühle mich elend. Du wirst es überleben. Wer ist Aurora? Was? Na, großartig. Hast du den Namen wieder vergessen? War sie hier? Nein, Sawyer. Ich bin hier. Du hast mich geküsst und mich Aurora genannt. Ach, wirklich? Aurora ist diese Geheimnisvolle, richtig? Sie ist mit einer Maske zur Party gekommen, oder? Ja. Na, Gott sei Dank. Wenigstens war das kein Traum. Sie war wirklich da. Woher kennst du sie denn eigentlich? Ich habe sie irgendwann zufällig getroffen. Und wo? Sawyer! Lisa, es tut mir leid. Ich muss sie finden. Ich muss Aurora finden. Na prima. Und was mache ich? Denkst du, ich warte hier so lange? Jetzt müsste sie eigentlich dort sein. Komm schon, BJ. Schatz, vielleicht sollte ich doch einfach hinfahren. Hallo? BJ, wieso gehst denn du nur nicht ans Telefon? Ich wollte gerade unter die Dusche gehen. Jetzt hör mal gut zu. Du wirst jetzt sofort nachsehen, ob alle Türen verschlossen und verriegelt sind. Was ist los? Danach rufst du sofort deinen Bruder an. Er soll auf der Stelle zu dir fahren. Er soll sich beeilen. Vielleicht schafft er es ja vor mir, dort zu sein. Sag mal, was ist hier eigentlich los? Der Verrückte, der gestern deine Mutter terrorisiert hat. Der Typ kommt vielleicht zurück. Ich will einfach nur sicher gehen. Also mach, was ich dir sage. Na ja, vielleicht will er ja nur... Was ich dir sage. Ich bin sofort bei dir. Reese, ich werde mitkommen. Nein, Cruz, ich will, dass du einen Richter findest. Es ist mir egal wie. Lass dir einen Haftbefehl ausstellen und sieh zu, dass Ramon nicht mal in die Nähe unseres Hauses kommt. Ich kümmere mich drum. Okay. Gedacht? Ja, ja, und wie ich hier so vorbeiging, da hörte ich ein Geräusch, bin der Sache nachgegangen und hab sie gefunden. Ich habe sie vom Fenster aus beobachtet und hatte den Eindruck, sie suchen was Bestimmtes. Ach, da haben sie sich geirrt, bei dem bisschen Licht. Wir sollten sie ins Haus bringen und uns ihren Fuß ansehen. Ich muss jetzt wirklich nach Hause, es ist schon spät, tut mir leid. Sie können gerne mein Telefon benutzen. Nein, das geht nicht. Ihre Eltern werden sich Sorgen machen. Von der Party habe ich ihnen gar nichts erzählt und es gibt bestimmt Ärger, wenn sie herausfinden, dass ich dort war. War es ein Kostümball? So ähnlich. Das Sommernachtsfest der Uni? Sie können doch unmöglich den ganzen Weg zu Fuß gegangen sein. Wir können doch im Haus darüber reden, dann kann ich mich um Ihre Verletzung kümmern. Bitte, ich verspreche Ihnen, wenn ich zu Hause bin... Hören Sie, das ist auf meinem Grundstück passiert. Also fühle ich mich für Sie verantwortlich. Und ich werde Sie nicht ohne Dr. Disgrazias Zustimmung gehen lassen. Also bitte, gehen wir ins Haus. Chris schläft noch ganz tief. Was ist mit Lea? Die Kleine ist immer noch hellwach. Ich meine, sie weiß zwar nicht genau, was vor sich geht, aber sie ist alt genug zu merken, dass etwas nicht in Ordnung ist. Sie ist total aufgedreht. Hat
sie dir irgendetwas darüber erzählt? Nein, sie ist wie ihre Mutter, die frisst auch immer alles in sich hinein. Wie lange werden Sie Connie im Krankenhaus behalten? Ich habe keine Ahnung, ich hoffe wenigstens eine Weile. Je länger sie sich von diesem Ramon fernhält und mit vernünftigen Leuten zu tun hat, desto früher merkt sie vielleicht, was er ihr eigentlich angetan hat. Also weißt du, das will mir nicht in den Kopf. Ich begreife nicht, wie eine Frau mit einem Mann zusammenleben kann, der sie schlägt. Verstehst du? Willst du einen Tee? Ja, bitte. Ich verstehe wirklich nicht, wie sie sich das die ganze Zeit gefallen lassen konnte. Wahrscheinlich, weil sie es nicht anders kennt. Ich nehme an, in ihrem Elternhaus, da wurde sie von ihrem eigenen Vater verprügelt. Und Ramons Vater hat möglicherweise seine Frau und Kinder auch geschlagen. Es ist schwer, diesen Teufelskreis zu durchbrechen. Und bei Ramon sieht man ja, wohin das führen kann. Ist genug, danke. Der ist doch krank. Ja, da hast du wirklich recht. Du wärst schockiert, wenn du wüsstest, wie viele Frauen hinter verschlossenen Türen von ihren Ehemännern geschlagen werden. Und dabei erscheinen sie in der Öffentlichkeit so wohlerzogen und liebevoll. Kein Mensch würde überhaupt darauf kommen. Sie fressen jeden Ärger in sich hinein und bumm, plötzlich entlädt sich der ganze Frust an der eigenen Frau und niemand glaubt ihr das. Aber bei Connie ist das doch was anderes, wie du erzählt hast. Ich meine, das ist doch offensichtlich. Ja, ja, aber sie hat Angst. Sie hat Angst, dass sie, wenn sie gegen Ramon aussagt, ihre Familie aufs Spiel setzt. Ich gebe zu, ihre Situation ist sicherlich schrecklich, doch andererseits kennt sie es nicht anders. Es ist vielmehr die Sorge vor dem Unbekannten, was ihr Angst macht. Ja, das leuchtet mir ein. Aber wenn sie einen Job annimmt, dann braucht sie sein Geld nicht mehr, dann ist sie unabhängig. Für eine Frau wie Connie ist die Aussicht, einen Job zu finden, leider gleich null. Sie war immer zu Hause. Sie hat doch nichts gelernt und sie fragt sich sicher, wo sollen wir leben und wie soll ich meine Kinder ernähren? Und das ist sehr beängstigend für sie. Und meine Aufgabe besteht eigentlich darin, ihr zu zeigen, dass sie all das auch allein schaffen kann. Ich muss ihr unbedingt klar machen, dass es viele Leute wie uns beide gibt, die ihr dabei helfen wollen. Ich kann es immer noch nicht fassen, dass du die Kinder aus der Wohnung geholt hast. Tja, das ist doch das Mindeste, was ich überhaupt tun konnte. Ich finde, das war wirklich ausgesprochen mutig von dir. Nein, dazu gehörte nicht nur Mut, sondern auch eine Portion Dummheit. Mein Problem ist nur, dass ich keinerlei Beweise gegen Ramon vorbringen kann. Vielleicht geht er vor Gericht, erhält das Sorgerecht und so verschlimmert sich die ganze Situation für Chris und Lea. Oh Gott, das ist doch völlig absurd, verdammt. Wie kann ein Richter für den Mann sprechen? Naja, so ist das Gesetz, Kelly. Ganz einfach, ohne einen triftigen Beweis haben sie keine andere Wahl. Selbst wenn man Anlass zu einer solchen Vermutung hätte, könnte er die Kinder mit nach Hause nehmen. Aber das werde ich zu verhindern wissen, weil ich Connie davon überzeugen werde, dass sie gegen dieses Monster aussagen muss. Was wollen Sie hier? Und wer sind Sie eigentlich? Das weißt du genau. Mein Vater wird jeden Augenblick hier sein. Es ist Glaubst besser, du wenn du vielleicht, das interessiert mich? Ich will wissen, wo deine Mutter ist. Weiß ich nicht. Sie hat meine Kinder, kapierst du? Und die hole ich mir. Ich weiß nicht, wo ihre Kinder sind und meine Mutter ist nicht hier. Also... Du lügst! Nein, 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 ich schwör's. Jetzt hör mal gut zu, Süße. Wir reden hier über meine Kinder. Ich möchte dir nicht wehtun müssen. Noch mehr Tee? Oh nein, danke. Okay. Ich will zu meiner Mami. Ach du Süße, komm her zu mir. Komm, setz dich zu mir. Komm her, du kleine Maus. Och, bist du schwer. Deine Mami ist leider nicht hier. Du kannst nicht einschlafen, hm? Das kann ich verstehen. Ich werde mal nach Chris sehen, okay? Ich bin gleich wieder da. Ja, ist gut. Deine Mami kann jetzt nicht bei uns sein, weil sie ins Krankenhaus musste. Sie hat sich wehgetan. Und weißt du auch wieso? Sie redet viel zu viel.
Mäuschen. Lea, Kleines, hör mal zu. Ich will, dass du mir jetzt gut zuhörst. Deine Mami darf alles sagen, was sie möchte, ohne dass ihr jemand wehtut. Kein Mensch hat das Recht, einem anderen weh zu tun. Hörst du? Und ich will dir noch etwas sagen. Ich verspreche dir, wir werden morgen als erstes mit dir und Chrissy deine Mami im Krankenhaus besuchen. Was meinst du? Okay. Hey. Ich hab was gefunden und ich dachte, sie gefällt dir vielleicht. Sie gehört eigentlich meiner Nichte Samantha und die ist, naja, ein bisschen kleiner als du. Es wird dir nichts ausmachen, wenn ich sie dir gebe. Na klar, nimm sie. Hast du zu Hause auch Puppen? Meine Puppe ist tot. Was ist mit ihr geschehen, Lea? Er hat ihr Kopf und Arme abgerissen. Wer kann denn nur so etwas tun? Mäuschen. Hier. Sieh mal, was ich für dich habe. Diese Puppe gehört jetzt dir. Und du darfst sie auch behalten. Und ich verspreche dir, dass sie dir keiner wegnehmen wird und ihr auch niemand wehtun wird. Sie hat meine Kinder. Sie ist einfach reingekommen und hat sie mitgenommen. Ich will sie wieder. Meine Mutter wird ihren Kindern sicher nichts antun. Und wenn sie sie mitgenommen hat, dann hatte sie... Red keinen Blödsinn. Das sind meine Kinder, verdammt. Hören Sie, hier sind sie nicht, okay? Sie sind gewaltsam hier eingedrungen. Und sie wollen die Sache doch jetzt nicht noch schlimmer machen. Werden Sie doch vernünftig. Dann kommen Sie vielleicht aus der Sache noch raus. Das ist mein Vater. Sie sollten sich vorsehen. Oh, ich sterbe fast. Komm her, BJ. Du schießt auf einen Unbewaffneten? Ihr seid mir vielleicht mutige Kerle. Scheißbullen. Glaubst du wirklich, dass ich die brauche? Glaubst du das wirklich? Wenn ich mit dir fertig bin, wärst du froh, wenn ich dich abgeknallt hätte. Dad! BJ, halt dich da raus! Sie wird alles bezeugen, was du hier mit mir machst. Daddy, was machst du da? Nimm doch bitte wieder Vernunft an. Witzfigur, hast doch keine Ahnung, was es heißt, Polizist zu sein. BJ, dort hält sich deine Mutter auf. Du fährst jetzt auf der Stelle dahin. Ich finde nicht, dass ich jetzt gehen sollte. Ich will kein Wort mehr von dir hören, okay? Jetzt fahr endlich! Dad, wir sollten jetzt einen klaren Kopf BJ, behalten. BJ, tu, was ich dir sage! Nein! Ich werde nicht gehen! Vorsicht mit der Stufe. Danke. Ist Mrs. Capwell noch wach? Nein, sie ist schon im Bett. Ich hoffe, sie findet heute Nacht etwas Schlaf. Bitte nehmen Sie doch Platz. Wenn Sie nach Samantha sehen möchten, ich kümmere mich schon um Sie. Okay, das Telefon steht dort, falls Sie doch zu Hause anrufen möchten. Vielen Dank. Kein Problem. Sind Sie etwa in diesen Schuhen den ganzen Weg gegangen? Die gehören zum Kostüm. Ja, aber das ist doch unbequem. Ach, das geht schon. Was ist denn? Nichts. Nein, ist schon gut. Ach, es ist nur eine Schürfwunde. Ein Desinfektionsmittel und ein Pflaster sollten reichen. Tut mir leid, wenn ich Ihnen Probleme mache. Aber nicht doch. Ich muss meine Tasche holen. Ich bin sofort zurück.
Wo bist du? Aurora! Oh Gott. Das hast du vermasselt, Sawyer. Ich habe ein Mittel gefunden, das nicht so brennt. Der Kerl ist gefährlich. Tu, was ich dir sage. Hey, alles klar hier? Ach, sieh mal, wen wir da haben. Sagte ich nicht, es wäre besser, wenn sie die Familie in Ruhe lassen. Nicht, solange seine Frau meine Kinder hat. Meine Frau hat die Kinder nur vor dir in Sicherheit gebracht. Und glaube nur nicht, dass wir dir das abnehmen. Deine Frau sei die Treppe heruntergestürzt. So, und kann irgendjemand das Gegenteil beweisen? Ja, wir haben sogar einen Zeugen dafür. Aber Conny hat so große Angst auszusagen. Die Kinder wirst du nicht mehr verprügeln. Dafür sorgen wir. Ich bring dich vor Gericht. Keiner hat das Recht, mir die Kinder wegzunehmen. Einen Moment mal, die Dinge liegen etwas anders. Wir haben berechtigten Verdacht auf Misshandlung und da immer noch Gefahr in Verzug ist, sind die Kinder in unserer Obhut und jetzt zu Ihnen. Ach, übrigens hat er sich gewaltsam Zutritt verschafft? Ja. Aha. Umdrehen. Ich nehme Sie wegen Hausfriedensbruch fest. Sie haben das Recht zu schweigen, sollten Sie von dem Recht nicht Gebrauch machen, kann und wird alles vor Gericht gegen Sie verwendet werden. Während des Verhörs haben Sie das Recht auf einen Anwalt. Sollten Sie sich keinen Anwalt leisten können, wird Ihnen auf Kosten des Staates ein Anwalt gestellt. Haben Sie Ihre Rechte verstanden? Sie sind so unschuldig, so hilflos. Es ist nicht fair, dass Sie die Leidtragenden der ganzen Geschichte sind. Kelly, ich möchte dir danken für alles, was du für uns getan hast. Naja, viel konnte ich ja nicht tun. Dank deiner Hilfe sind wir in Sicherheit. Oh, ihr könnt hier bleiben, solange ihr wollt. Ich wünschte, ich könnte noch mehr tun. Alles, was wir jetzt noch tun können, ist, Conny zu einer Aussage zu bewegen. Was würde passieren, wenn sie aussagt? Ich könnte versuchen, sie und die Kinder in einem Frauenhaus unterzubringen. Und wie lange könnten sie dort sein? So lange, bis die Situation geklärt ist und Lösungen gefunden sind. Ich würde ihr gern helfen, eine Arbeit zu finden, der sie gewachsen ist und einen Platz, an dem sie sich mit den Kindern geborgen fühlen kann. Außerdem ist es wichtig, dass sie sich mit anderen Frauen trifft, die dasselbe erlebt haben wie sie. Dann sieht sie, dass sie nicht allein ist. Und ihre Kinder auch nicht. Sawyer? Sawyer! Sawyer! Ja, aber natürlich. Oh, Aurora. Ist alles in Ordnung? Ja, geht schon wieder. Jetzt, wo du da bist. Ich hätte nicht geglaubt, dass du noch kommst. Aurora, was sollte mich denn davon abhalten? Ich musste dich einfach wiedersehen. Und wieso? Naja, weil ich dir was geben möchte. Was denn? Das, Wo ist Aurora? Ich weiß auch nicht. Ich ging meine Tasche holen und als ich wiederkam, war sie weg. Und draußen ist sie auch nicht. Naja, das ist kein Wunder. Sicher war es ihr etwas unheimlich mit zwei Männern, die sie nicht kennt. Ich versuche morgen, sie zu finden. Hoffentlich kam sie gut nach Hause. Ich wollte sie vorhin nicht ins Kreuzverhör nehmen. Oh, eine gewisse Neugier ist doch ganz gesund. Vielleicht verstehen Sie meine Neugier, wenn ich Ihnen sage, dass dort, wo ich Sie angetroffen habe, Mariah und Abby beerdigt sind. Oh, das wusste ich nicht. Und Abigail Beckwith, der dieses Haus gehörte,
hat in ihrem Tagebuch einige Notizen, die Julia vermuten lassen, dass Abigails Tochter und Enkelin ermordet wurden. Hat man jemanden in Verdacht? Mike, Abigails Schwiegersohn. Wer könnte das sein? Dreyfus, was führt Sie so spät zu mir? Guten Abend, Sir. Darf ich? Bitte, kommen Sie rein. Danke. Ich habe bei Ihnen noch Licht gesehen. Und ich habe mir natürlich Sorgen gemacht über Miss Samantha. Ich hoffe, es ist alles in Ordnung. Ja, sie schläft bereits. Dr. Dis... Was sagten Sie, Sir? Samantha schläft bereits, genauso wie Mrs. Capwell. Ich verstehe, Sir. Sie entschuldigen, wenn ich bemerke, dass ich über Ihre Entscheidung, die Bediensteten des Hauses zu verweisen, immer noch etwas verwirrt bin. Wir bedauern das sehr, Sir. Wir können Ihnen und Ihrer Frau Gemahlin sicher eine große Hilfe sein. Dreyfus, ich weiß, Sie meinen es nur gut, aber ich fürchte, Sie werden leider, solange die Geschichte mit Samantha noch nicht geklärt ist, die Entscheidung akzeptieren müssen und sich vom Haus fernhalten. So will es der Arzt. Natürlich, Sir. Wir werden nichts tun, was Miss Samanthas schneller Genesung im Wege steht. Danke für Ihr Verständnis, Dreyfus. Sir, bitte bestellen Sie Ihrer Frau Gemahlin unsere Anteilnahme. Natürlich, Dreyfus. Danke, Sir. Vielen Dank. Und bitte entschuldigen Sie die späte Störung. Selbstverständlich. Gute Nacht. Gute Nacht, Dreyfus. Was haben Sie da oben gemacht? Oh, ich dachte, ich sehe mal nach Samantha, doch sie schläft schon tief. Der Herr, der gerade hier war, war der Butler. Um noch einmal auf den Verdacht Ihrer Frau zurückzukommen. Der Schwiegersohn von Abigail Beckwith? Ja, sie denkt, dass er Frau und Kind umgebracht hat. Und worauf basiert Julias Vermutung? Diese Notizen. Julia war besessen davon, alles über Micah zu erfahren, doch dann wurde Samantha krank. Und wer sagt, dass das der Wahrheit entspricht? Warum sollte eine alte Dame ein Tagebuch belügen, das nur für sie bestimmt war? Ja, da haben Sie recht. Ich finde, das liest sich alles wie die Hirngespinste einer verrückten alten Frau. Es scheint, als hatten Abigail Beckwith und ihre Tochter ein extremes Verhältnis. Wer es auch war. Sie hat jeden Mann gehasst, der in die Nähe ihrer Tochter gekommen ist. Und um den Gedanken zu Ende zu führen, vielleicht ist sogar dieser Mord auch nur ein Hirngespinst. Ich staune, Sie kennen das Tagebuch ja fast auswendig. Meiner Meinung nach ist es durchschaubar und unmissverständlich. Julia glaubt, dass der Geist von Abigail durch dieses Haus wandelt. Sie denkt, dass Abigail keine Ruhe geben wird, bis Micah oder wer auch immer für den Doppelmord verantwortlich ist, gefunden wurde. Was ist los? Bist du noch nie geküsst worden? Ich wollte dich nicht erschrecken, tut mir leid. Ist schon gut. Wieso bist du von der Party weggegangen? Ich passe nicht zu den Leuten. Ich hätte gar nicht erst hingehen sollen. Und ich sollte jetzt auch nicht hier sein. Geh nicht, geh nicht. Ich bitte dich. Kannst du mir sagen, warum du aus allem so ein Geheimnis machst? Du hast getrunken, Sawyer, habe ich recht? Ja. Wieso? Es war dumm von mir, das weiß ich. Ich habe gedacht, ich würde dich nie wiedersehen. Wieso ist das wichtig? Ich weiß nicht. Aber es ist so. Es ist, weil ich vielleicht... Naja, als ich dich das erste Mal getroffen habe, da überkam mich ein Gefühl, wie ich es noch niemals zuvor erlebt habe. Oh Gott, was hat er dir bloß angetan? Ach was, sieht schlimmer aus, als es ist, halb so wild. Gott sei Dank ist dir nichts geschehen. Tja, weißt du, Dad ist im richtigen Moment gekommen. Ich hoffe, dass Sawyer nicht zum Haus zurückfährt. Also im Studentenwohnheim ist er nicht. Wo könnte er um diese Uhrzeit stecken? An der Uni ist ein Fest, vielleicht ist er immer noch dort. Ich fahre hin und warte in seinem Zimmer auf ihn. Oh nein, 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 du wirst jetzt nirgendwo mehr alleine hinfahren. Mom, hör zu.
Wir sind in Sicherheit. Selbst wenn der Kerl auf Kaution rauskommt, würde er uns nicht in der Uni suchen. Er weiß gar nicht, dass Sawyer dort ist. Sie hat recht, Jody. Also bis morgen. Okay, aber BJ, pass auf dich auf. Das sollte ich wohl viel eher zu dir sagen. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht, BJ. Gute Nacht, BJ. Wir sollten vielleicht etwas schlafen. Ich glaube kaum, dass ich ein Auge zumachen kann. Ich war noch viel zu zimperlich mit dem Schwein. Der sollte jetzt im Krankenhaus sein und nicht seine Frau. Das ist kein Weg und das weißt du ganz genau. Nein, Kuss, das weiß ich nicht. Du weißt doch auch, was passieren wird. Schon morgen kommt der Kerl wieder auf Kaution frei. Und wenn Conny nicht gegen ihn aussagt, wird die ganze Geschichte schon in wenigen Tagen wieder von vorne anfangen. So einen Kerl, den sollte man mehr als nur fertig machen. Breeze, bitte, ich will so etwas nicht hören. Ich weiß genau, was in dir vorgeht. Aber Cruz hat in diesem Punkt recht, das muss ich wirklich sagen. Ich gebe ihm recht, wir müssen die ganze Sache ruhig angehen. Und dabei müssen wir uns auf legalem Boden bewegen. Jody, gib mir eine halbe Stunde mit diesem Schwein und ich verspreche dir, der rührt seine Frau und seine Kinder nie wieder an. Und was glaubst du, kannst du damit erreichen? Das ist doch ganz genau sein Niveau. Das ist der falsche Weg, Reese. Ich habe sie gar nicht hochkommen hören. Naja, ich habe mich leise verhalten. Ich wollte ihre Frau nicht aufwecken. Ich wollte auch mal nach Samantha sehen. Stimmt was nicht? Sie atmet unregelmäßig. Ist es schlimm? Nein, das muss nichts heißen. Ich bringe sie lieber ins Krankenhaus. Nein. Was heißt hier nein? Das Leben meines Kindes steht auf dem Spiel. Hören Sie, ich werde Sie den ganzen Abend beobachten. Und wenn irgendwas ist, dann werde ich Sie... Sie müssen entschuldigen, aber das reicht mir nicht, Dr. Disgrazia. Sehen Sie, es geht ihr schon viel besser. Sind Sie sicher? Ja. Samantha. Sie haben recht. Das Licht aus. Ach, du bist es. Lisa, wo ist Sawyer? Tja, das wüsste ich selber gerne. Er war immer noch nicht hier? Doch, er war hier. Wir waren etwas betrunken und sind dann eingeschlafen. Dann bin ich aufgewacht, weil er im Schlaf von einer Aurora geredet hat. Ich habe ihn geweckt und jetzt sucht er sie. Wer ist dieses Mädchen? Ich habe nie von ihr gehört. Du weißt, dass mein Bruder nicht trinkt. Ja, aber heute Nacht schon. Wer weiß, vielleicht hat ihm irgendjemand etwas in sein Glas geschüttet, ohne dass er es gemerkt hat. Jetzt mach mal halblang. Sawyer ist erwachsen. Er weiß, was er tut. Obwohl er wahrscheinlich morgen für den Kampf gegen Rafe kaum in Hochform sein wird. Oh, verdammt. Und Danny Guerra wird da sein. Wer? Oh, Danny Guerra, einer der besten Trainer. Und Sawyer würde gern bei ihm trainieren. Aber was kümmert dich das? Oh Gott. Ich hoffe, er vermasselt es nicht. Nein. Er wird den Kampf gewinnen. Er wird gewinnen. Er muss gewinnen. Wir hätten uns nicht treffen sollen, Sawyer. Aurora, wenn du mich nicht treffen wolltest, wieso warst du dann auf der Party? Weil du mich wiedersehen wolltest, deswegen. Du musstest mich einfach wiedersehen, genauso wie ich dich wiedersehen musste. Es war ein Fehler. Ich hätte nicht zu dieser Party gehen sollen und du hättest heute Nacht auch nicht nach mir suchen sollen, Sawyer. Und jetzt muss ich auch gehen. Aurora. Ist dir nicht gut? Es geht schon, nur meine Beine machen leider nicht das, was ich will. Ach, komm her, komm. Geht's? Ich will, dass du
mit mir nach Hause kommst. Ich möchte, dass du meine Mom und meinen Dad und meine Schwester kennenlernst. Nein, das geht nicht. Natürlich geht es. Und ich will, dass du morgen bei meinem Boxkampf dabei bist. Du boxst morgen? Mhm. Und es wird jemand da sein, der mir zur Olympiade verhelfen kann. Ich will, dass du dabei bist. Bitte sei da. Bitte sag, dass du kommen wirst. Aurora, bitte komm. Von dir habe ich meinen ersten Kuss bekommen. Und meinen letzten. Glauben Männer immer, man könnte alles mit Gewalt lösen. Mir ist jedes Mittel recht. Es geht immerhin um meine Familie. Es gibt keinen Grund, dass ihr beide euch streitet und auch noch gegenseitig Vorwürfe macht. Cruz hat wirklich recht. Die ganze Sache ist euch vielleicht etwas zu sehr an die Nerven gegangen, oder? Ja? Hier ist BJ. Ja. Kann ich meinen Dad sprechen? Ja, klar, Sekunde. Reese, es ist BJ. Hallo, hast du Sawyer gefunden? Nein, er ist nicht in seinem Zimmer. Ich werde hier auf ihn warten. Ich rufe euch an, sobald er hier auftaucht. Hör zu, du wirst nirgendwo hingehen, ohne uns vorher Bescheid zu geben, okay? Okay, alles klar. Also, mach's gut. Wir sollten vielleicht nach Connys Kindern sehen. Gut, ich gehe schon. Nein, warte. Ich komme mit dir. Wir kriegen das schon hin. Ich verspreche es dir. Tja, willkommen zu Hause. Ich habe mir Sorgen gemacht. Ist alles in Ordnung? Ich weiß, aber ich werde mich erst daran gewöhnen müssen, dass du so einen gefährlichen Job hast. Es ist nicht so gefährlich, wie es aussieht, wenn man die Augen offen hält. Es ist doch nicht ausgestanden, oder? Nicht, wenn Ramon wieder auf freiem Fuß ist. Und das wird er morgen früh wieder sein. Es sei denn, wir können Conny davon überzeugen, ihre Aussage zu machen. Geht, erfahren Sie schon morgen zur gewohnten Zeit im California-Clan hier bei RTL.